Drei Jahre lang war die irakische Metropole Mosul unter der Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat. Dieses junge Mädchen soll eine Anhängerin des IS sein. Es wurde nun bei einer Militäroperation von irakischen Soldaten festgenommen. Gemeinsam mit weiteren Frauen soll sich die Teenagerin in einer Tunnelanlage versteckt haben. Es wird geprüft, ob es sich um die 16-jährige Linda aus Sachsen handelt, die als vermisst gemeldet wurde. Immer wieder lockt der IS gezielt junge Mädchen und Frauen über soziale Medien nach Syrien oder den Irak, auch aus Deutschland.